So, was haben wir noch? Ein Heilzaubern? Ah, noch genug. So, dich, dich. Ja, und dann bleibt uns jetzt noch Saravok in Baldur's Tor, der wahrscheinlich in dem Gebiet von dem Eisernen Thron ist, also dem Hauptgebäude von denen. Darauf sollten wir uns aber auch besser vorbereiten. Also Heiltränke haben wir jetzt wieder genug, aber ich denke, davon kann man nie genug haben. Außerdem, was Stäbe angeht und vielleicht noch neue Level 5 Zauber für Düna hier. Auch wenn die Todeswolke schon ganz schön cool ist. Aber für engere Räume wäre es nicht so praktisch. Also ja, Level 5 Zauber sollten wir auch noch besorgen. Und vielleicht noch den ein oder anderen Stärketrank und Schutztrank. Oh, wir haben ja noch die Wolfspelze. Ja, das klingt doch nach einem Besuch in Nashkel. So, und den Rest der Heilung können wir unterwegs machen. Wir werden auch oft genug irgendwo stehen bleiben müssen. Dabei fällt mir ein, haben wir den Dämon überhaupt geplündert? Komm mal wieder runter, Jungs. Genau, was habt ihr denn so dabei? Immer und flitz mal kurz. Ja, die altbewährten Tränke. Einer von euch war der Dämon zuletzt gewesen. Aber das zählt wohl nicht. Ha, na gut, die Tränke sind schick, aber ich hätte schon irgendwie mehr erwartet als Tränke, wenn ich einen Gott töte. Okay, es war nur ein Dämon, der sich als Gott ausgegeben hat, aber trotzdem. Also, eine falsche Tür, eine falsche Tür, eine falsche Tür. Keine Falle bisher. Wahrscheinlich auch eine falsche Tür, nur kein Fragezeichen und eine falsche Tür. Soll das jetzt ein Witz sein oder kann man da echt irgendwie durch? Na gut, immer bleibt er mal kurz stehen und guck. Ein Pfeil nach unten mit einem Unendlichkeitssymbol. Aber hier geht's auch nicht lang. Der Endkampf des Addons und wir kriegen ein paar Tränke. Gab nicht mal Ruf, oder? Ah, Todesblick, Todesblick, er ist tot. Ja. Kein Ruf dafür, dass wir einen Gott getötet haben. Schön. Das hätten wir auch geklärt. Gehen wir mal zum Zwerg zurück. Wer hat er noch was zu sagen? Warum schleicht ihr denn alle so? So. Ah, vielleicht wegen den drei lustigen Kugeln da. Dadurch leckt das Ganze ein bisschen. Warum auch immer auf dem modernen Rechner. Aber na gut. So, der Zwerg war in der Taverne. Da können wir noch gleich ein paar Nächte lang königlich schlafen. Ach ja. Was haben wir sonst noch im Inventar? Heiltrank ist gut. Der auch dahin. Du hast keine mehr. Genau, die Zaubersprüche sollten wir auch nochmal wieder ändern. Wir brauchen ein paar mit identifizieren. So. Müssen wir bloß dran denken, das wieder zurück zu ändern. Und rein da. Stimmt, wir wollten ja eigentlich zuerst mit dem Zwerg reden. Gerugon, Sprecher mit dem Zwerg. Ist die Tat vollbracht? Der Tanari ist tot. Wir wollen keine Belohnung dafür haben, denn dies war eine Selbstverständlichkeit für uns. Das ist die einzige Dialogoption. Was ist, wenn ich einen radikal bösen Charakter spiele? Na gut, das werden wir ja in dem nächsten Playthrough sehen, aber das fände ich schon krass. Ich habe die Macht des Kultes unterschätzt. Ich hätte niemals geglaubt, dass sie fähig sind, den Tanari zu befreien. Ihr habt ihn jedoch für das Erste vernichtet. Irgendwann wird er wieder zu dieser Ebene zurückkehren können. Doch seid guten Mutes, meine Freunde. Ihr habt alles getan, was in eurer Macht stand. Ihr habt die Schwertküste vor einem Dämon befreit. Gehabt euch wohl. Schön. Also, immer noch kein Ruf, immer noch keine Gegenstände. Aber wir sind ja ein Paladin. Das genügt uns. So, schlafen. Dann brauchen wir gar keine Heilzauber sprechen, ne? Wir schlafen einfach. Bisschen länger. Dann ist auch gut. So. Düna hier. Was haben wir Schönes bei dir? Nicht viel.
Das wird nur eine einfache Robe sein, ein Schwert plus 1 und ein Froststab. Ja, Schurkenrobe. Langschwert plus 1. Und ein Stab des Frostes. Schön. Wir haben jede Menge Stäbe. Entschuldigung. Na gut, raus hier. Und schon sind wir alle wieder schneller. Die Kugeln sind ja schließlich weg. Also, nächstes Ziel. Nashkel, Sachen verkaufen und gucken, ob er irgendwas hat, was wir gebrauchen könnten. Danach Baldurs Tor. Stärke tränken, in dem Magier allerlei kaufen. Und danach gehen wir mal in das Lager vom Eisenthron und wischen mit Sarabok den Boden. Wenn es denn so einfach ist. Bisher war nichts hier wirklich einfach. So, du. Genau. Und dahin. Was habe ich denn sonst noch auf meiner Liste? Ja, Tasloy im Mantelwald haben einen Umhang. Das können wir uns, glaube ich, sparen. Dann haben wir noch die Feuerweinbrücke. Das könnte interessant sein. Und ein Junge in Baldurs Tor. Braucht ein plus 1 Schutzamulett, das wir hoffentlich noch haben. Ja, da ist es. Und was ist das? Der Knochenschlüsselstein kann auch weg. Ja, also sobald ich das Ganze erledigt habe mit den Einkäufen, werde ich pausieren und mir erstmal überlegen, wie wir jetzt genau weitermachen. Weil ich will das Spiel nicht aus Versehen zu schnell beenden. Das heißt, ich mache mir dann so einen kleinen Plan mit allen Sachen, die noch erledigt werden müssen, bevor das Spiel zu Ende geht. Und warum hängst du da an der Mauer fest? Da rein wollen wir. So, verkaufen. Ah ne, erstmal, ja, ein Wolfspelz. Ja, ein Wolfspelz. Ja, ein Wolfspelz. Ja, ein Wolfspelz. Und wir haben was zu verkaufen. Das, warum wieder das Schild nicht? Na gut, Schmieren kann weg, Robe kann weg. Umhang des Schildes hatte nur Ladung, kann weg. Schurkenrobe kann weg, Schwert kann weg. Knochenstein kann weg. Hat nix, hat nix. Hat eine Menge, aber das braucht sie alles. Hat auch eine Menge, braucht sie alles. Und braucht sie eigentlich nicht alles. Doch, das brauchen wir für Quests und das können wir irgendwann mal gebrauchen. So, hast du irgendwas, was wir brauchen können? Das habe ich, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht. Da hat er auch schon nie irgendwas. Also ne, hier brauchen wir nichts. Dann geht's jetzt ab nach Baldurs Tor. Und da gehen wir zum magischen Allerlei. Der hatte zwar keine Wolkenriesentränke mehr, also Wolkenriesenstärketränke, aber die da drunter müsste er noch haben. Also Sturmriesentränke oder umgekehrt. So oder so hat er Stärketränke, die wir brauchen. Und sie hat schon wieder die Hast widerstanden. Super dünner hier. Da war der. Ach, Kreischlinge und Wildhunde. Ja, nee. Sollte einfach eine Todeswolke mitten in unsere Gruppe machen, weggehen. Na okay, jetzt sind sie schon alle tot. Das wäre albern. So. Mach kaputt, wir wollen weiter. Genau, für die Gerechtigkeit töten wir Wildhunde und Kreischlinge. Lass ich mal im Raum stehen. Wir wollen dahin. Was willst du? Hussam, der betrunkene Dieb aus der Diebesgilde. Hey Leute, kennt ihr mich noch? Euren alten Kumpel Hussam? Ja, der hat aber ein paar ganz nützliche Informationen, also sollten wir ihm zuhören. Hicks, schön euch alle wiederzusehen. Viel passiert ist in der Zwischenzeit. Was? Okay, ich werde es jetzt normal aussprechen. Ihr wisst ja, dass er vor sich hin nuschelt. Nicht, dass ich nicht auch ab und an nuschel, aber man muss es ja nicht übertreiben. Hehe, ich habe alles Mögliche gehört. Dass ihr wegen einem Mord gesucht werdet? Haha, dann seid ihr also Mörder, ha? Aber ich mag euch trotzdem. Ist doch... Ich habe noch ein paar Infos für euch. Wollt ihr die wissen? Ja, klar. Was habt ihr für uns? Tja, hehe, ein bisschen was weiß ich schon.
Wisst ihr schon, dass Herzog Eltern verstorben ist? Oh, nee. Herzog Eltern war der gepanzerte Politiker, der Vorgesetzte von Scar, dem Kommandanten der Flammernden Faust. Und Scar und Eltern waren eigentlich die einzigen hohen Tiere in Baldur's Tor, die wir vertrauen können. Jedenfalls laut der Aussage von Elminster. Sein Stellvertreter Scar ist umgebracht worden, ermordet. Also Herzog Eltern ist tot und Scar ist tot. Rülps, das war's. Muss jetzt los. Ihr findet mich in der errötenden Nixe, wenn ihr noch was wollt. Bis dann. Ja, soeben mal ganz nebenbei erwähnt, dass die einzigen ehrenhaften Menschen in der Stadt, die wichtige Position einnehmen, ermordet wurden. Gut. Wir wollten zwar eigentlich nur einkaufen gehen, aber jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt ist die Frage. Also wenn wir gleich einkaufen waren, gehen wir dann direkt zum Eisenthron und versuchen da... Oh. Halt und stillgestanden. Ihr seid des abscheulichen Mordes angeklagt. Legt eure Waffen nieder und kommt mit. Oder ihr werdet auf Befehl von Angelo Dossan auf der Stelle getötet. Wer auch immer Angelo Dossan ist. Wahrscheinlich der Nachfolger von Scar. So lautet mein Befehl. Und ich kann ihn nicht ändern. Ihr habt die Wahl. Wir können bestechen. Wir können sagen, dass wir keine Mörder sind. Und wir können sagen, dass Scar da vorgesetzt ist, aber das bringt nichts, weil Scar ja tot ist. Also nehmen wir das Erste. Ich habe nicht die Absicht, gegen euch zu kämpfen. Ich bin kein Mörder und möchte das auch gerne beweisen. Ein weiser Entschluss. Ihr werdet eine gerechte Chance bekommen, euch zu verteidigen, wenn Angelo von eurer Schuld überzeugt ist. Hier entlang. Oh, okay. Das sind also die berüchtigten Mörder. Endlich zur Verantwortung gezogen. Hat er da gerade 80er Jahre Felsstiefel an? Fellstiefel? Diese... Egal. So wären denn die niederträchtigen Mörder endlich der Gerechtigkeit zugeführt. Ich bin Angelo, Kommandant der Flammenden Faust. Ich werde euer Richter und Henker sein, wenn ihr mir den Gemeinplatz verzeihen wollt. Wir können ihn beleidigen. Wir können sagen, dass er für Saravok handelt. Wir können... grob sein. Oder wir können betteln. Ja, nee, wir sagen, dass er zu Saravok gehört. Nee. Ach, können wir doch nicht. Dahinter steht nämlich, was wir denn ihn bestechen würden. Also nehmen wir das Erste. Ihr seid nicht der Befehlshaber der Flammenden Faust. Diesen Titel hat Herzog Eltern inne. Einer, der den Titel verdient hat. Ihr seid ein Blender. Und noch dazu ein ziemlich hässlicher und übelriechender. Sogar ein Kreischling nach einer Gehirnwäsche würde einen besseren Anführer abgeben als ihr. Ist zwar ganz schön direkt und ungehobelt, aber besser als die anderen Antworten. Eure Worte sind nicht ganz unwahr, doch begeht ihr einen Fehler, indem ihr sie zu mir sprecht. Ihr verärgert mich damit und ich nehme an, mit Absicht. Tötet einen von ihnen, egal welchen. Und wir können uns nicht verteidigen? Danke. Da somit die lästigen Formalitäten erledigt wären, will ich nun meine Entscheidung verkünden. Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Strafe für euch die angemessene wäre. Im Grunde kommt nur eine in Frage. Und so verurteile ich euch wegen der von euch begangenen Morde, Diebstähle, Brandstiftung, Vergewaltigung und zahlreicher anderen Verbrechen. Genau. Zum Tode durch Erdrosseln am Strang. Bringt sie zum Bazar. Oh, und wo sind Immer und Sachen? Ah, da. Na gut. Aber sie ist der einzige Dieb in der Gruppe. Darfst du klopfen? Nee, aber du kannst teleportieren. Na gut. Wir wissen jetzt nicht, warum plötzlich unsere Zellentür auf ist. Aber wir gehen einfach mal.